Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Alexander von Humboldt, die Erforschung der Welt, Teil 1. Zum Prolog, liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen kurzen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Ich stelle in alphabetischer Reihenfolge mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die Übersicht zur Dokumentation. Eine differenzierte Einführung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel stellt den ersten Teil der Biografie von Alexander von Humboldt vor und seine wissenschaftliche Beschreibung der Welt. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Alexander von Humboldt, die Erforschung und Beschreibung der Welt. Zunächst zur Biografie. Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt wurde am 14. September 1769 in Berlin geboren und starb am 6. Mai 1859 in Berlin mit 90 Jahren. Alexander von Humboldt wuchs zusammen mit seinem älteren Bruder Wilhelm auf Schloss Tegel auf. Der Vater war der preußische Offizier Alexander Georg von Humboldt, 1720 bis 1779, der wegen seiner Verdienste im Siebenjährigen Krieg zum Kammerherrn des Kronprinzen und der Prinzessin von Preußen ernannt wurde. Er heiratete 1766 die bereits jung verwitwete Marie Elisabeth von Hohlwede, geborene Colomb, 1741 bis 1796. Sie stammte aus einer wohlhabenden Familie von teilweise hugenottischer Herkunft und brachte aus der ersten Ehe das Schloss Tegel und das Berliner Stadthaus mit. Die Söhne erhielten eine gute Ausbildung durch Hauslehrer im Geist der Aufklärung. Alexander galt seinen Lehrern zunächst als wenig befähigt und lernunwillig, während Wilhelm die Theorien schnell lernte. Alexander zeigte mehr Interesse an Naturgegenständen und beschäftigte sich mit Insekten, Steinen und Pflanzen. Er entwarf bereits als Zehnjähriger Karten zum Planetensystem und von Amerika. Er lernte Zeichnen und Malen sowie Kupferstechen und Radieren unter Anleitung des damals sehr bekannten Künstlers Daniel Chodowiecki, 1726 bis 1801. Hier ein stimmungsvolles Bild von Alexander als etwa zehnjährigem Jungen mit seiner Mutter, die damals gerade erneut zum zweiten Mal verwitwet war. Neben der Ausbildung durch bekannte Hauslehrer gelangten beide Brüder in den literarisch-politischen Salon von Henriette Hertz in Berlin, wo sie mit Moses Mendelssohn, einem deutsch-jüdischen Philosophen 1729 bis 1786, und der Berliner Aufklärung in Kontakt kamen. Der Vater verstarb 1779 mit erst 58 Jahren. 1787 schickte die jetzt zweimal verwitwete Mutter beide Söhne zum Studium an die Brandenburgische Universität Frankfurt/Oder. Alexander sollte Kameralwissenschaft, also Staatswirtschaftslehre, studieren. Beide Brüder waren in Frankfurt anscheinend unterfordert und wechselten nach einem Semester, Wilhelm nach Göttingen bzw. Frankfurt und Alexander zunächst nach Berlin zur Botanikausbildung und seit 1789 ebenfalls an die Universität Göttingen. 1789 unternahm Alexander von Humboldt eine Studienreise an den Rhein und lernte in Mainz Georg Forster, 1754 bis 1794, kennen, der als Naturforscher zusammen mit James Cook die Welt umsegelt hatte. So etwas war auch Alexanders Traum. 1790 unternahm er mit ihm eine Forschungsreise über den Niederrhein nach England und zurück in das revolutionäre Paris. Während Forster ein glühender Anhänger der Revolution wurde, setzte Humboldt seine volkswirtschaftliche Ausbildung nunmehr an der
privaten Hamburger Handelsakademie bei Johann Georg Büsch fort. Das war ein Reformpädagoge. Hier das passende Bild dazu. Der Vater Forster hinten und der Sohn Georg Forster rechts mit James Cook in der Südsee. Der Sohn zeichnet einen neuseeländischen Vogel ab. Nach Beendigung dieser Handelsakademie trat Alexander von Humboldt 1791 in den preußischen Staatsdienst in der Bergverwaltung und absolvierte ein Studium des Bergfaches an der berühmten Bergakademie Freiberg in Sachsen in 8 Monaten. Hier ein später errichtetes Denkmal ihm zu Ehren. Er fuhr um 6 Uhr morgens mit den anderen Bergleuten in die Gruben und nahm nachmittags noch an bis zu 6 Studienkollegs teil. 1792 wurde er Bergassessor und mit der Untersuchung des Lotharheiler Schiefers bei Bayreuth betraut. Er reformierte dort die Abbauverfahren für Alaunschiefer. Hier ein Porträt des jungen Alexander von Humboldt, das ungefähr aus dieser Zeit stammen sollte. Ende 1792 wurde er bereits zum Oberbergmeister befördert und sollte den Bergbau im Fichtelgebirge sanieren. Er reorganisierte die Abbauverfahren von Silber, Nickel, Zinn und Eisen und brachte die Goldgruben von Goldkronach bei Bayreuth in die Gewinnzone. Auch einen neuen Kupferstollen legte er erfolgreich an. Nach chemischen Analysen der Grubenwetter, also methanhaltige explosive Gase, entwickelte von Humboldt eine Grubenlampe mit verbesserter Leuchtwirkung. Bei Selbstversuchen hierfür fiel er wegen giftiger Grubengase in Ohnmacht, konnte sich aber retten. Er beschrieb ferner eine Respirationsmaschine als Vorläufer einer Atemschutzmaske. Alexander von Humboldt gründete privat mit eigenen Mitteln in Steben im Frankenwald eine erste Berufsschule für Bergleute in Deutschland und schrieb mangels Materials die Lehrbücher dafür selbst. Seine Vorgesetzten erkannten seine Fähigkeiten, sie beförderten ihn 1794 zum Bergrat, 1795 zum Oberbergrat und boten ihm ein höheres Gehalt. Das alles konnte ihn nicht halten. 1795 ließ er sich aus dem preußischen Dienst entlassen, um seinen Jugendtraum von Forschungsreisen in die Welt auszuleben. Hier ein typisches Bild von ihm. Zwar ein ideales Diagramm eines Querschnitts durch die Erdkruste, von ihm selber später gezeichnet und erarbeitet, aber mit Bezügen zu vielen anderen Wissenschaftsgebieten. Während der Bergbauzeit beschäftigte sich von Humboldt mit der Mykologie von Flechten und Pilzen und beschrieb die Pflanzengeographie als Teil einer umfassenden Erdkunde. Hier im Bild zum Beispiel die Pflanzenwelt in Abhängigkeit von der Höhe und den Klimazonen. Alexander von Humboldt untersuchte den Einfluss verschiedener Luftbestandteile auf das Pflanzenwachstum und beschrieb auch die Spaltöffnungen an den Blättern für den Wasserhaushalt der Pflanzen. Ferner experimentierte er mit Elektrizität an Nerven und Muskeln von Tieren mit Tausenden von Versuchen, teilweise mit dem Bruder Wilhelm und auch mit Selbstversuchen am eigenen Körper, teilweise haarsträubende Versuche mit selbst beigebrachten Wunden. Es folgten chemische Arbeiten zur Zusammensetzung der Luft und ihrer Gase. Er bewies zusammen mit Joseph-Louis G. Lussac, französischer Chemiker und Physiker 1778 bis 1850, das Elementarverhältnis in Wasser von Sauerstoff zu Wasserstoff von 1 zu 2. Ihre Mutter starb 1796 und bei der Teilung des Vermögens erhielt Wilhelm das Schloss Tegel. Alexander wurde ausgezahlt und nutzte dieses Vermögen für die folgende große Expedition. Ihm schwebte eine Physique du Monde vor, eine Darstellung des gesamten physisch-geografischen Wissens der Zeit. Humboldt wollte durch Forschungsreisen auch selber hierzu beitragen. Er bereitete die Reise vor durch das Studium von Reiseberichten, knüpfte persönliche Kontakte zu zahlreichen führenden Wissenschaftlern und führte die besten Messinstrumente seiner Zeit mit sich. Bei der weiteren Vorbereitung in Paris fand er in dem Botaniker
Aimé Jacques-Alexandre Bonpland, geboren 1773 in La Rochelle und gestorben 1858 in Argentinien, den richtigen Reisegefährten. Die große Amerikareise 1799 bis 1804. Der ursprüngliche Plan, von Frankreich aus zu reisen, misslang wegen der napoleonischen Konflikte. Beide, von Humboldt und Bonpland, gingen an den spanischen Hof und erhielten, bei perfekten Spanischkenntnissen Humboldts, einen Reisepass mit weitreichenden Empfehlungen des spanischen Königs. Dagegen verbot der Konkurrent Portugal das Betreten seiner Kolonie Brasilien. Von 1799 bis 1804 dauerte die amerikanische Forschungsreise. An Bord waren 42 der modernsten wissenschaftlichen Instrumente der Zeit. Mit der spanischen Fregatte Pizarro starteten sie am 5. Juni 1799 vom Hafen La Coruña. Auf der Kanareninsel Teneriffa untersuchten sie den Krater des Vulkans Pico del Teide und studierten die Vegetationszonen. Man beachte das Aussehen der damaligen Welt, insbesondere von Spanisch-Amerika und die jungen Vereinigten Staaten. Am 16. Juli 1799 landeten sie nach 20 Tagen im heutigen Venezuela. Im Hafen von Cumaná bekamen sie ihren ersten Sklavenmarkt zu sehen. Die grausame Behandlung entsetzte Humboldt so sehr, dass er zu einem entschiedenen Fürsprecher des Abolitionismus wurde. Ab Februar 1800 befuhren sie von Caracas aus das Flusssystem des Orinoco und erreichten eine Verbindung zu einem Amazonaszufluss. Sie bewiesen damit die Verbindung der beiden Stromsysteme, was bisher für unmöglich gehalten wurde. Hier die Handskizze von Humboldt selber zur Verbindung dieser beiden großen Flusssysteme. Auf der 2250 Kilometer langen Flussfahrt mit einer Pirogue, einem ausgehöhlten Baumstamm von 13 Meter Länge, kam es zu endlosen Belastungen, mehreren Zwischenfällen und sogar lebensgefährlichen Situationen. Als Beispiel hier die Illustration von Alexander von Humboldt selber über den Angriff und den Kampf mit einem Krokodil. Der früher kränkelnde Alexander erwies sich bei bester Gesundheit. Er war ständig mit Ortsbestimmungen und Messungen aller Art beschäftigt und Bonpland mit dem Botanisieren. Beide malten und skizzierten auch unter schlechtesten Bedingungen. Hier wieder eine dramatische Zeichnung von Alexander von Humboldt über elektrische Aale aus dem Amazonas, welche Pferde angreifen. Der zweite Abschnitt der Südamerika-Expedition von 1801 bis 1802 führte von Kolumbien, Venezuela und Ecuador bis nach Peru. Hierbei wurde die Andenkette viermal überquert. Humboldt erstellte für den spanischen Vizekönig Gutachten über die Silbergruben und die Goldproduktion Kolumbiens. Der Weg war äußerst beschwerlich. Hier im Bild eine Eichenart aus den Anden, die nach Humboldt benannt ist. In Quito wurden sie im Hause des Herzogs empfangen, dessen begeisterter Sohn Carlos de Montufar 1780 bis 1816 nahm fortan an der Expedition teil. Forschungsschwerpunkt waren Vulkane und neben anderen Gipfeln bestiegen alle drei mit unzulänglicher Ausrüstung den Chimborazo. Mit 6.263 Metern damals der vermeintlich höchste Berg der Erde. Sie mussten 400 Meter unter dem Gipfel wegen einer unpassierbaren Felsspalte umkehren und entditten gefährliche Symptome der Höhenkrankheit. Ihr Höhenweltrekord blieb 30 Jahre bestehen. Die Inka-Stätten im Quellgebiet des Amazonas wurden auch untersucht. Sie überquerten den magnetischen Äquator und nahmen fortlaufend Messungen vor. Humboldt beschrieb den nach ihm benannten Effekt der wechselnden Schallintensität im Laufe eines Tages. Als sie am 23. Oktober 1802 in Lima ankamen,
der Hauptstadt von Peru, hatten sie die Klima- und Vegetationsstufen der Anden exakt erfasst. Das davon abgeleitete Bild gibt einen Eindruck davon. Alexander von Humboldt war unglaublich vielseitig interessiert. Bei dem Sonnendurchgang des Planeten Merkur am 9. November 1802 gelang Humboldt eine genauere Bestimmung des Längengrades von Lima, die in der Folge dann Richtwert für Südamerika wurde. Er studierte ferner die Eigenschaft von Guano als Dünger, der daraufhin nach Europa erfolgreich ausgeführt wurde. Der dritte Abschnitt der Expedition führte 1803 bis 1804 über Mexiko zurück nach Europa. Bei einem Zwischenaufenthalt in Guayaquil, der bedeutendste Hafen Ecuadors an der Pazifikküste, entdeckte Humboldt durch Temperaturmessungen die nach ihm benannte Meeresströmung. In dieser wichtigen und besonderen Meeresströmung an der Pazifikküste von Südamerika leben besondere Tiere. So auch dieser bis 2,5 Meter lange Riesenkalmar, der auch Humboldt-Tintenfisch benannt wurde. Bei ihrer Reise von Acapulco über Mexiko-Stadt bis Veracruz an der Atlantikküste legten beide ein Höhenquerschnittsprofil Zentralmexikos an. Dieses stellte einen Grundstein für die Geografie Mittelamerikas und Kubas dar. In Mexiko-Stadt und später auch auf Kuba sammelte Humboldt unterschiedliche Daten zu politischen, sozialen und ökonomischen Bedingungen und erstellte Bevölkerungsstatistiken. Auf der Rückreise war Alexander von Humboldt 3 Wochen Gast bei Präsident Thomas Jefferson in Washington, der ihn den größten Wissenschaftler der Zeit nannte. Zum Abschluss des ersten Teiles sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auf den zweiten Teil. Die bunte Mischung aus Forscherdrang und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Dr. Hans-Jürgen Alexi.